Guten Morgen, liebe Freunde. Wie bereits angekündigt, geht es heute mal so ein bisschen um unsere Sorgen. Ne? Naja, also zumindest was die Schule betrifft. Naja, und wir haben halt Freitag und morgen geht es erstmal wieder in die alte Heimat. Ich habe beruflich noch so ein paar Dinge zu erledigen. Das wird wohl das erste Jahr auch so bleiben, dass ich beruflich viel im Sachsenland bin. Aber naja, das haben wir ja vorher gewusst. Und deswegen wollten wir uns heute nochmal Freest angucken. Das ist so ein altes Fischerdorf. Und es ist sehr interessant und schön gelegen. Genau gegenüber von der Insel Usedom, gegenüber von Peenemünde. Aber es geht mal so richtig schief, ne? Tommy ist richtig, richtig bockig und sauer und... Oh, naja. Ihr werdet sehen im Video. Also schaut euch das Video an. Das endet dann auch abrupt. Also zumindest in Freest, ne? Weil im Film gar nicht mal möglich war. Tommy war wirklich nicht gut drauf. Und was seht ihr? Tommy ohne Mütze, ohne Kapuze. Aber dafür spricht er umso mehr. Aber sieht doch schön aus, Mann, ne? Ohne Kapuze. Freunde, da stehen sie ja sogar im Wasser. Die aktuelle Wassertemperatur liegt so bei 16, 17 Grad. Und hier wird es noch ein bisschen wärmer sein, weil das ist ja nicht direkt die Ostsee, das ist ja das Achterwasser. Also hier geht es dort hinten dann in die Ostsee. Ich will mal hoffen, dass das Mikrofon gut funktioniert, weil hier ist wieder Wind. Im Prinzip ist es wichtig, dass ihr mich versteht. Mehr ist nicht wichtig. Ob man da mal ein Windgeräusch hört, ist ja egal. Und Tommy rennt ja hinten einfach weg. Er hat vergessen, sich einen Grashalm zu holen. Ach Mama mia, die waren gerade noch hinter mir. Und hier drüben am anderen Ufer, da seht ihr
dem Platz, wo wir letzte Woche waren, das ist Peenemünde hier drüben. Und da sind sie endlich mal wieder zurück. Tommy hat einen Grashalm. Ja, also für die Anna ist gerade richtig, richtig schwer. Ich erkläre euch gleich warum. Du kannst uns mal Hobby. Also Freunde, wie ihr seht, es ist gerade sehr kompliziert, da ist halt wahrscheinlich auch nicht so doll ausgelastet. Und er kann auch momentan nicht in die Schule gehen. Also wie uns die Schule mitgeteilt hat, müssen wir jetzt wirklich erstmal einen Betreuer wieder suchen. Dazu haben sie sich jetzt entschieden. Nächste Klärung ist am Mittwoch. Naja, warten wir es mal ab. Ne? Und die Anna, die, keine Ahnung, braucht auch mal ein bisschen Zeit für sich. Und nicht ständig hier der Hugo. Naja, das seht ihr mal. Nicht so ganz Friede, Feuer, Eierkuchen. Aber es muss halt auch so gehen, ne? Ist halt nicht so einfach. Ja, eigentlich hatte ich am 1. Mai schon die Schule gemusst. Aber ja, es passiert halt alles etwas langsamer hier oben. Und dass wir jetzt noch einen Betreuer brauchen, das war eine starke Überraschung. Aber das können wir erstmal nicht ändern. Näheres können wir euch nächste Woche Bescheid geben. Aber momentan sieht es so aus. Und so lange haben wir ihn noch zu Hause. Ja, und bis das halt alles geklärt ist, können wir halt auch nicht fort. Ne? Wir wollen jetzt eigentlich mal nach Dänemark so ein bisschen. Bis an die Spitze hoch, wo sich Ostsee und Nordsee treffen. Das hat uns mal interessiert. Ja, und damit könnt ihr rechnen. Und rechnen könnt ihr auch jetzt in der nächsten Zeit mit Luftaufnahmen. Na? Also ihr habt jetzt schon einen besseren Ton. Hoffen wir es mal. Und die gewünschten Luftaufnahmen sind natürlich auch bald da. Und dann kommen auch wieder regelmäßig Videos. Dann ist der ganze Vorgang mal abgeschlossen mit der Umzieherei. Naja, aber heute gucken wir uns noch mal Freest an. Im Anschluss von dem Video zeige ich euch mal noch ein paar Aufnahmen von unter der Woche, wo wir praktisch die Funkmikrofone getestet haben. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal Freest. Anna, können wir noch mal hier lang gehen? Okay. Ah, Kacke. Da muss kacken. Kacke. Thank you.
Ja, der Beppo ist wieder da, vom Spielplatz, wieder besser gelaunt. Naja, aber man merkt halt, er hat auch eine ganz schöne Unruhe. Naja, warten wir es mal ab. Der Tag ist noch jung. Freunde, ihr habt die Bilder gesehen und einige von euch kennen das wahrscheinlich. Man hat sich was vorgenommen, man will einen schönen Nachmittag bei tollem Wetter genießen und dann, naja. Aber ihr dürft halt nie vergessen, auch wie schwer das ist, und das war für uns auch schwer, weil wir hatten uns einiges vorgenommen. Wir wollten was Schönes essen, vielleicht ein Gläschen Wein trinken und auch so die Zeit als Ehepaar genießen, ne? Die kommt ja meistens viel zu kurz. Ja, auch dann geht es irgendwann weiter und es kann schon in der nächsten halben Stunde so sein, dass alles wieder ganz toll ist. Oder morgen oder übermorgen, dann ist es so. Aber Freunde, vergesst nicht, es ist nichts Schlimmes passiert. Das kann euch mit einem normalen Kind genauso passieren. Wichtig ist, es ist niemand verletzt, es ist niemand krank. Es ist niemand gestorben. Es war eine Situation, woraus wir alle, aber auch Tommy, lernen werden. Weil auch er begreift, es geht jetzt wieder zurück, es geht hier nicht weiter und es hat ihm wehgetan. Ne? Wir wissen, er fühlt das. Es hat ihm wehgetan, dass wir das jetzt so abbrechen mussten. Aber wir müssen halt auch auf die Sicherheit achten. Ne? Und wir wollen nicht, dass er sich oder andere verletzt, gegebenenfalls ins Wasser springt, wegrennt, vor ein Auto rennt. Das können wir nicht zulassen. Ja, und deswegen ist dieses Video heute auch mal sehr wichtig. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt wieder Richtung Heimat oder zumindest erstmal Richtung Auto. Er ist komplett aufgewühlt. Ja, er will jetzt auch zu seiner Mama, aber die andere kann er nicht mehr halten. Er reißt sich ständig los. Und bevor er hier ins Hafenbecken springt, naja, jetzt setzt er auch Gewalt ein. Er zwickt mich. Aber wahrscheinlich kapiert er jetzt, dass bei der Mama losreißen nicht so eine gute Idee ist, weil dann läuft er bei mir. Und jetzt gucken wir mal, ob wir bei so einem Imbiss noch irgendwas essen können, ohne dass er durchdreht. Wo sind sie? Und rum hier. Wie eine Highspeed-Drohne. Na, siehst du. Na, was für ein Video. Ihr habt halt auch mal so ein bisschen Action. Normalerweise ist ja Tommy etwas ruhig. Heute haben die mal, die immer wieder schreiben und fragen, oh, das ist so easy mit Tommy. Mal so einen kleinen Eindruck. Ne? Könnt ihr mal ein Video machen, wenn er abends nicht schläft? Da ist er. Naja, wer weiß, was im Kopf vorgeht. Ne? Das wissen wir natürlich auch nicht.